So, herzlich willkommen, Let's Play Alpha Centauri Folge 13 und wir steigen direkt in eine neue Runde ein. Zarkov meldet sich bei mir, freut sich mit mir zu sprechen und er hat jetzt den Chaos Speeder fertiggestellt und er fühlt sich deswegen unbesiegbar. Okay. Technologien tauschen Ihr machen wir Intellektuelle in gerne. euren Elfenbeintürmen, ignoriert nicht die Realität der Welt des Industriewachstums und der harten Währung. Euer Streben nach hochfliegenden Wissenschaftstheorien ist gut und schön. Vergesst dabei jedoch nicht, dass Forschungsaufträge teuer sind und eure Existenz sich nicht nur durch das Erlangen von Wissen, sondern auch durch die Entdeckung von konkreten und profitträchtigen Anwendungen rechtfertigen muss. Direktor Nvabudike Morgan, die Moral der Gier. So, ich kann eine neue Einrichtung bauen, das Synchrotron, das machen wir natürlich direkt. Dann sind wir hier fertig mit Produktion Sprechen. abgeschlossen. Maiglöckchen baut eine Transportraupe, da kannst du Produktion weitermachen mit. abgeschlossen. Superfusionsformer in der Gilde der Empathen. Okay. Das ist auf jeden Fall sehr angenehm. Und was machen wir dann? Was machen wir dann? Die ist veraltet. Abwurfchaos, Stoßtruppen. Ach Quatsch, ich möchte natürlich Trans-Seidenstahlwache bauen. Eine zweite. Damit wir da sicher gehen. Drohnenaufstände. In Herbstlichtung Drohnen und Umweltschäden. Uiuiuiuiui. So, der autonome Chaoscopter, langsam aber sicher wird er fertig. Der erste Kopter und das ist auch ganz gut so. Dann können wir alles versorgen mit Koptern. Bewegung fortsetzen, Position Terraforming halten. abgeschlossen. Was machst du? Du formerst mir hier alles voll mit Fungus. Damit wir mal gucken, wohin eine Stadt führt, wenn sie voll ist mit Fungus. UN-Hilfsstation. Kann keine weiteren Koloniekapseln mehr unterstützen. Wie wäre denn, wenn ich jetzt die Koloniekapsel einfach mit einem autonomen Reaktor versorge? Und er baut mir ab jetzt autonome Koloniekapseln. Nicht genug Energie. Kann ich leider nicht bezahlen. Okay. Autonome Chaos-Marine-Infanterie bleibt an der Position stehen. Hier ist ein unabhängiger Schwarm, mit dem warten wir mal. Hier haben wir Flugzeuge. Drei Stück. Eins, zwei, drei halten die Position, du gehst an Bord. Da haben wir zwei Flugzeuge. Eins, zwei. Und einen Former, okay. Und was machen wir mit dem Former? Hier auch alles mit Fungus vollpflanzen, würde ich sagen, ne? Ja, weil Fungus für mich am besten ist. Oder für die anderen am unsinnigsten, würde ich sagen. Du erholst dich. Unabhängiger Schwarm Fracht 4. Wieso denn überhaupt Fracht 4? Okay, dann fahr da rein. An Bord, an Bord, an Bord, an Bord, an Bord. Und dann kannst du mit deinen vier Koloniekapseln hier Runde runterdüsen. beendet. Und damit das eine vernünftige Seebrücke wird, aktivieren wir noch einen. Den schicken wir dann im Ausgleich Runde beendet. darauf. Runde Ende. Drohnenaufstände beendet. Klar, Drohnenaufstände haben wir Produktion beendet. abgeschlossen. Ruins baut ein schwebendes Labor. Was baust du als nächstes? Baumfarm, würde ich sagen. Hier alles zurechtformen.
Terraforming abgeschlossen. Du kannst die Position eigentlich auch mal ungefragt halten. So, was haben wir hier? 1, 2, 3, 4 Marinetruppen. Was ist mit denen? Autonome Chaos-Marine-Infanterie machen wir da draus, würde ich sagen. Die werten wir mal auf und machen sie auf jeden Fall autonom, damit sie keine Unterstützung mehr brauchen. Aber vor allen Dingen interessiert mich natürlich die 8er Waffe. Denn mit der 8er Waffe bin ich auf jeden Fall deutlich besser bedient. Und dann fahren wir mit dem Schiff bis davor. Runde beendet. Dann können wir den Morgana ärgern, wenn wir nah dran kommen. Runde Ende. Wald expandiert. Setang auch. Produktion abgeschlossen. Die Hauptstadt baut den ersten Chaoscopter. Das gefällt mir gut. Und dann gehen wir gleich auf Synchrotron. 100% die Labors dort verdoppeln. Projekt eingeleitet. Auf dieser Basis und das machen wir. Produktion sofort. Abgeschlossen. Noch eine Transportraupe. Produktion abgeschlossen. Noch ein Hydrokulturlabor. Uiuiuiuiui. Was haben wir denn hier? Umweltschäden. Dann also ein Centauri. Produktion abgeschlossen. Hydrokulturlabor ändern wir zu hybrider Wald, würde ich sagen. Ja, warum nicht? So. Ja, jetzt kommen die ganzen Transportraupen, die ordnen wir alle dem Geheimprojekt zu. Und da ist der erste Kopter in der Hauptstadt fertig. Das gefällt mir gut. Die sind als Abwehr eigentlich extrem brauchbar. Abgeschlossen. Steuerung. Fungus. Ups. Okay. Warte eine Runde. Dschungelfungusstraße. Gucken wir uns mal an, was das macht. 2, 1, keine Produktion. Egal. Hauptsache alles versinkt im Fungus, was nicht auf meiner Heimatinsel ist. Das gefällt mir ganz gut, glaube ich. So, Morgan Studios. Was ist denn los in Morgan Studios? Keine echte Verteidigung. Na gut. Dann greife ich dich eben an. Du hast ja schon lange genug einen Krieg mit mir. Jetzt verlierst du auch eine Stadt dafür. Morgan Studios. Okay. Fahren wir da rein. Runde Bleiben beendet. Erstmal in der Position und Runde Ende. Setang den Genetikinspektoren soll der Zutritt zu den privaten Wohnbereichen der Akademiemitglieder untersagt bleiben. Wir besitzen keine Mittel und Einrichtungen zur Bildung von Retroviren. Wir beschäftigen uns nicht mit der Retroviren-Technik und wir dürfen diesem Rat nicht erlauben, die Privilegien einzelner Gruppen unter dem Deckmantel dieser lächerlichen Hexenjagd zu beschneiden. Fedor Petrov, Vizedekan für Universitätsbelange. So, dann kann ich die Genarbeiterfabrik bauen. Produktion abgeschlossen. Und Transportraupen, das ist schön. Davon kannst du mehr bauen. Die Genarbeiterfabrik ist nicht so spannend, weil ich riskiere damit, also sie erhöht halt einfach die Mineralienproduktion. Und ich riskiere damit natürlich dann einfach mehr Umweltschäden. Und ich möchte ja möglichst wenig Umweltschäden. Terraforming abgeschlossen. So. Du wartest, du gehst an Bord, du gehst an Bord, du gehst an Bord, du gehst an Bord. Fahren wir noch eine Stadt von Morgana an. Trans-Seidenstahlwache. Bitte bestätigen. Nee, warte mal. Reden wir einfach mal mit ihm.
Okay, er hat die 131-Wache in Betrieb genommen und er ist praktisch unbesiegbar. Das haben wir gemerkt. Okay, dann werden wir mal die Feindseligkeiten einstellen und lassen es uns in Frieden gut gehen. Das ist ja immer sehr angenehm, weil das natürlich Handelserträge. Handelserträge einbringt. Mit Lal habe ich einen Frieden. Ignoriert meine Kommunikationsversuche. Was mache ich mit Morgan Studios? Ich will es eigentlich nicht haben. Ich würde sagen, ich fahre erstmal meine Truppen wieder hier runter und verschenke es an Zarkov. Runde beendet. Morgan Studios. Zarkov, Retrovirentechnik möchtest du gerne haben? Geschenkt oder was? Nee, das tut mir leid. Kredit kannst 202, 4 in den nächsten 100 Jahren. Ich bin nicht dein Kreditgeber. Okay. Morgan Studios sollst du kriegen. Ich möchte einen Vorschlag machen, eine Geste meines guten Willens. Und zwar bekommst du von mir Morgan Studios. Damit sind alle auf der Insel. Mal sehen, wie sich der Zarkov da jetzt einbringt an dieser Position. Ich mach mal Runde Ende. Eingeleitet. Er startet auch das Synchrotron. Alle Minen in der Nähe von Lied des Planeten sind zerstört. Produktion abgeschlossen. Maiglöckchen. Drohnenaufstände. Gilde der Empathen. Das ist nicht so schön, dass ihr hier Drohnenaufstände habt. Würde ich sagen. Maximale Bevölkerungszahl erreicht. Samtgraspunkt. Ja, brauchst ja den Wohnkomplex schon. Und wo sind jetzt die Psychoviren unterwegs gewesen? An einer Position weiß ich, das war hier. Da haben wir auch Umweltschäden im Übrigen. Das ist natürlich nicht so schön. So. Wo sind denn die Psychoviren? 3, 4, 5, 6, 7. Terraforming. Nicht zu sehen. Du fährst da unten hin, machst das letzte Feld zum Psychovirusfeld. Wie lange noch bis zum 8 Runden, noch bis zum Synchrotron? Das können wir nochmal beschleunigen mit einer Kapsel. Und hier gehen wir hier oben hin. Pflanzen. Runde beendet. Runde Ende. Drohnenaufstände beendet. Drohnenproduktion abgeschlossen. So, schwebendes Hydrokulturlabor, das gefällt mir immer sehr gut. Dann ab ins Centauri-Reservat. Produktion abgeschlossen. Sandgraspunkt baut den Wohnkomplex. Dann gehst du auch ins. Da gibt's ja. Den Sandgraspunkt habe ich auf jeden Fall deutlich weniger Produktion als in den anderen Orten. Und das merkt man daran, dass ich hier einfach viel, viel weniger fertig gebaut habe. Produktion abgeschlossen. Silbervogelpark. Umweltschäden. Und zwar nicht zu knapp. Das will ich aber gar nicht, Umweltschäden. Deswegen machen wir den Ökologiebonus dahin. So, was macht der Former? Der Former hier drüben. Fungus. Terraforming abgeschlossen. So, hier sind jetzt angekommen Koloniekapseln. Das ist sehr angenehm. Alle Städte sind auf Größe 13 außer Samtgraspunkt. Ziehst du hinterher, kriegst du erstmal zwei. Die Hauptstadt bringen wir auf 15. Da haben wir natürlich Umweltschäden. Das ist nicht so angenehm. Können wir die loswerden? So würde ich sagen,
Okay. Runde beendet. Und wieder eine Produktion Runde Ende. Abgeschlossen. Glöckchen baut nochmal eine Transportraupe. Abgeschlossen. Gilde der Empathen. Jetzt haben wir es hier. Die zweite Wache ist da. Die kann natürlich einfach da auch stehen bleiben. Und Informer unterstütze ich bereits. Das heißt, wir bauen hier als nächstes den Wohnkomplex. Weil ich sonst nicht weiter wachsen kann. Ja, machen wir das doch. Produktion abgeschlossen. Herbstlichtung baut ein Hydrokulturlabor. Centauri-Reservat. Synchrotron in 5 Runden. Transportraupe dazu. In 3 Runden. So, das Schiff ist da. Das Schiff gegenüber braucht noch einen Augenblick. Dann wartest du kurz. Der Basis Terraforming abgeschlossen. 2 Stück. Da müssen wir natürlich erstmal drauf gucken. Da sind sie nämlich unglücklich. So. Macht eure Arbeit. Was ist mit dir, Former? Hast deine Schuldigkeit getan? Gehst an Bord des Schiffs? Und das Schiff bringt dich an Land. Ich würde sagen, da drüben. Fungus, Fungus, Fungus. Fungus. Schwarm unabhängig. Du wartest, du gehst an Bord. Und was haben wir jetzt hier? Bitte bestätigen. Eine autonome Kapsel. Und was haben wir hier? Da ändern wir auf jeden Fall auch zur autonomen Kapsel. 6 Mineralien würden verloren gehen. 6 Mineralien würden verloren gehen. Bitte wir das bestätigen. Bei der ersten nicht. Das kann er ja so bauen. Okay. So, das Schiff fährt nach Hause. Das von zu Hause fährt zur Handelsbörse. Runde beendet. Runde Ende. Dekan Zarenkov, ein Planetenkonzil. Fusionskern der Unity retten. Alle sind dafür, außer Morgan, der hat Geld. Und es gibt, wenn man möchte, 500 Einheiten. Dann nehmen wir die 500 auch. Gruppierung Spartaner hat Fort Freiheit an die Pazifisten verloren. Wald expandiert in Blumen. Produktion abgeschlossen. Transportraupe fertig. Abgeschlossen. Hilfsstation baut Koloniekapsel. Machst du gleich bitte nochmal. Bitte bestätigen. Zack. Produktion abgeschlossen. Große Zuflucht. Bitte bestätigen. Koloniekapsel. So. Denkt daran, dass Gene keine wiederverwendbaren Entwürfe darstellen. Das bedeutet, man kann zum Beispiel die Gene für einen Elefantenrüssel nicht in eine Giraffe einimpfen, sodass das Resultat eine Giraffe mit einem Rüssel wäre. Es gibt keine Gene für Rüssel. Was mit Genen gemacht werden kann, ist Chemie. Da DNA für Chemikalien kodiert wird. Theoretisch ist es uns zum Beispiel möglich, die Fähigkeit der einheimischen Pflanzen zur Nitrogenfixierung in eine Erdpflanze zu übertragen. Akademiemitglied Prokhor Sakharov, nichtlineare Genetik. Das Phulus-Mutagen, wieder ein Geheimprojekt, das ich bauen kann, und Mineralienproduktion Produktion in Fungusfeldern ist gesteigert. Sitz der guten Gedanken, da jetzt haben wir hier eine Mineralienproduktion in jedem Feld. Da geht's dann langsam, aber sicher ab. Da haben wir nur eine Wache in dem Feld. Das gefällt mir nicht, das ist zu anfällig. Trans-Seidenstahlwachen. Bauen wir noch eine. Und Pflanzenfungus. Du hast den Former gebracht, kannst also wieder ins Hafenbecken zum Aufpassen.
Formerkollektor. Was machen wir mit dem Former? Die kaputte Mine reparieren. Synchrotron. Umweltschäden. Ich will doch überhaupt gar keine Umweltschäden. Wie oft soll ich das denn noch sagen? Ja, diese Runde. Synchrotron. Bitte bestätigen. Können wir mit Geld beschleunigen, würde ich sagen. Lassen wir die Raupe also erst nächste Runde da reinfahren. Terraforming abgeschlossen. Und da sind meine Truppen zurück. Das ist nicht so schön hier. Fort Freiheit verloren. Gefällt mir nicht so gut. Aktivieren wir mal den Flieger. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Boah, hier ist ganz schön was unterwegs. 12. Ja, ihr müsst da an Bord bleiben. Runde beendet. Runde Ende. Also ich denke, ich flieg mal hier hoch, versuch mal meiner Paktschwester ein bisschen zu Hilfe zu kommen, aber hier sind relativ viele Truppen unterwegs. Und was sind das für Truppen? Flak. Also Flugabwehrtruppen. Das ist nicht so bequem mit meinem Flugzeug. Aber vielleicht kann ich ihn ja dazu zwingen, dass er mich angreift. Dann haben wir wieder einen Krieg, dann kann ich drauf gehen. Meine Umweltinitiativen sind Pakt erfüllen und an der Vendetta teilnehmen. Okay. Werden wir ihm eine Lektion erteilen. Okay. Und dann zieht sie mich in den Krieg rein, also. Projekt abgeschlossen. Und da haben wir ein kleines Video zwischendurch. Gott würfelt nicht. Albert Einstein, Datalinks. Die Zahl der Forschungsergebnisse wird verdoppelt auf meiner Hauptstadtbasis. Das ist natürlich extrem geil. Gott würfelt nicht. Mehr kann man dazu nicht sagen. Weniger Drohnen oder mehr Profit? Ich würde sagen, wir machen erst Projekt die Langlebigkeitsserum. Und starten Produktion damit das nächste Projekt. Abgeschlossen. Noch eine Transportraupe. Produktion danke. Abgeschlossen. Centauri-Reservat. Ein Moment. Was kommt als nächstes? Die Blumen predigen. Abbrechen. Ist die Grenzstadt. Fehlt eine Menge. Da fehlt eine Menge. Aber ich würde sagen, erstmal fehlt mir der autonome Kopter. In eigentlich jeder Stadt. Drohnenaufstände. Drohnenaufstände. Und Umweltschäden. So geht's, glaube ich. Produktion abgeschlossen. Hilfsstation. Mach die Koloniekapsel. Bitte bestätigen. Baust du gleich noch eine. Und wirst verlassen. Sehr Produktion schön. Abgeschlossen. Große Zuflucht. Koloniekapsel. Und baust Bitte du gleich noch bestätigen. Eine. Damit es da vorwärts geht, okay. Das goldene Zeitalter ist zu Ende, ja, ist okay. Terraforming abgeschlossen. Bleib im Hafen stehen. Und ab ins Geheimprojekt mit den Transportraupen. Dass wir das Langlebigkeitsserum auch kriegen. So, jetzt haben wir hier viermal. Viermal Infanterie. Und
das nicht ganz unwichtige Problem ist. Ich habe mit ihm Krieg. Jetzt. Denn sie hat mich in den Krieg mit reingezogen. Also gehen wir aufs Hauptquartier. Killen wir seine Hauptstadt einfach. Und dann ist im Großen und Ganzen vorbei. Mit Lall. Oder schnappen wir uns die kleinen Städte unten drunter. Das wäre auf jeden Fall ein herber Schlag. Aber er baut Koloniecaps in Partikelspeeder. Kann ich rausfinden, also nicht nur was er baut, sondern auch was drin ist. Nichts im Großen und Ganzen. Ich kill einfach seine Hauptstadt. Schauen wir mal, ob das gut geht. Ja, sieht gut aus. Kampf gewonnen. Jetzt baut er schon eine Garnison. Das wird aber nichts mehr mit deiner Garnison Mark 2. Denn das hier ist ab jetzt meine Stadt. 90 Energieeinheiten. Da kann ich Abwehrzonen abwracken. Bitte bestätigen. Ich nicht. Und alle Leute sind unglücklich in dieser Stadt. Warum auch nicht? Wäre ich auch unglücklich, wenn ich plötzlich aberobert werde. Okay, dann lagern wir die Truppen da und bauen auch hier autonome Koloniekapseln. Nicht genug Energie. Ich habe kein Geld mehr. Okay. An Bord. Nein. Former, der macht hier drüben weiter Fungus. Du passt schön Runde auf, beendet. Auf und da haben wir ein Rundeende. Bruder Lall, was möchtest du denn? Ein Vergnügen, sich mit mir zu messen. Na, die Spartaner sind loyaler Verbündeter. Du möchtest... Warte mal, er möchte von mir ein Forschungsergebnis haben, damit der Krieg zu Ende ist. Oder er will mich vernichten. Okay, na dann vernichte mich. Okay, bevor wir uns gegenseitig vernichten. Also, Sie haben recht, so sei es. Okay, bitte beenden Sie die Vendetta mit meinem Freund. Colonel Santiago von den Spartanern. So sei es. Als persönlichen Gefallen wird er das machen. So, da ist der Krieg beendet. Setang expandiert. Drohnenaufstände beendet. Drohnenaufstände sind beendet. Das ist schön. Die Basis Hilfsstation Produktion abgeschlossen. In Ruins entsteht eine Baumfarm. Okay, und ich habe Probleme mit den Umweltschäden. Also bauen wir als nächstes den hybriden Wald, um einfach die Ökonomie-Bonus-Dinger zu sammeln. Gatling Rover, okay. So, also wenn er hier nochmal angreift, dann habe ich hier einen Flieger. An Bord. Terraforming abgeschlossen. Da haben wir noch eine Koloniekapsel. UN-Hauptquartier. Du wartest. 1, 2, 3 mal Infanterie geht an Bord. Einer hält die Position. Bist da fertig mit Formern, kannst du hier drüben. Und Sandgraspunkt hat einfach zu wenig Produktion. Hier mit 13, ne? Das ist aber nicht so schön. Mit den Umweltschäden, das gefällt mir nicht. Immer noch Umweltschäden. Aber die Baumfarm kommt gleich. Hier mit 13, 14, 17.
17, 14, okay. Also irgendwie muss hier noch ein bisschen Produktion reinkommen in die ganze Stadt. Sonst wird das nichts. Die Mine neu bauen. Das Schiff. Der große Schwarm von Lied des Planeten. Mit der Infanterie. Die parken wir hier. Würde ich sagen. Halten, 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 halten. Runde beendet. Infanterie ziehen wir ein Stückchen zurück. Reicht ja, wenn hier vorne die Flugzeuge drin platziert sind. So, da ist noch eine Infanterie. Die kann noch Runde beendet. Und jetzt haben wir 505. Bitte bestätigen. Da können wir also noch die Kapsel bauen. Runde Ende. Fertig. Pazifisten hat Sozialrat an Morgana verloren. Klimaänderungen, schwere Ernteeinbußen, letzte Rose des Sommers. Produktion abgeschlossen. UN-Hauptquartier entwickelt Koloniekapsel. Nicht genug Energie. Und ich habe nicht genug Energie, um die nächste zu starten. Naja, so Produktion abgeschlossen. Eine Transportraupe. Abgeschlossen. Handelsbörse. Space Complex. So, warum sind da ja die Salztruppen? Das gefällt mir gar nicht. Was macht er da? Superfusionsformer. Das ist die Lösung. Produktion abgeschlossen. Noch eine Transportraupe. Ressourcenmangel. Hier bauen wir noch eine autonome Koloniekapsel. Können nicht wir genug Energie. Die können wir nicht beschleunigen. Okay. Produktion abgeschlossen. Shellos baut die Baumfarm. Ist jetzt also wieder frei von den Problemen der Umweltschäden. Und dann ändern wir auf. Zwei Wachen habe ich. Hybridenwald. UN-Hauptquartier. Und ich kann nicht nach vor oben gehen, weil er mit seinen Truppen hier im Weg steht. 1, 2. Und wenn ich mich im Weg stelle, dann sind seine Truppen halt einfach im Weg. Ne? Das bringt ja auch nichts. So, Pflanzen, Fungus. Noch eine Kapsel. Weg damit. Ozean, Menü, Terraforming, anheben. Kostet ein bisschen Geld, keine Frage. Das Langlebigkeitsserum, noch 12 Runden. Das beschleunigen wir jetzt erstmal mit einer Transportraupe. Zweiten Transportraupe. Und den Flieger lassen wir Runde einfach da beendet. Stehen. Runde Ende. Wald expandiert. Produktion abgeschlossen. Blumen predigen. Baut den Chaoscopter. Okay. Position halten. Du hast den Copter gebaut. Das gefällt mir gut. Dann bau jetzt erstmal das ganze zivile Zeug aus. Drohnenaufstände. In Handelsbörse gibt's Aufstände. Die Psychoviren sind die natürlichen Abwehrkräfte des lebenden Planeten. Die weißen Blutzellen, wenn ihr sie so bezeichnen wollt. In einer Welt, in der nicht assimilierte Gedanken Gefahr bedeuten, sucht der Psychovirus nach Anhäufungen von Sinnesintelligenz und zerstört diese effizient und rücksichtslos. Abgesandter Pravin Lal, Psychovirus, Psychovirus. So, nächster. Nächste Errungenschaft. Nächstes Forschungsergebnis. Former können Fungusfelder verbessern. Ressourcenmangel. Wo denn eigentlich? Ach so, ich weiß. Warten. An Bord.
wartest hier und du bleibst da stehen und du bleibst da stehen. Und wo waren wir denn? Letzte Rose des Sommers? Hunger. Das war das Problem. Hunger ist natürlich nie gut. Wachstum stagnierend klingt auf jeden Fall schon mal besser. So, er hat 4 Fracht. Kann also... Runde beendet. Nach Hause fahren. Im Moment kommen da relativ viele Koloniekapseln. Dann würde ich sagen, ziehen wir noch einen dritten Schwarm mit in die Brücke rein. Runde beendet. Und drücken wir Runde Ende. Wald expandiert. Produktion abgeschlossen. Eine Transportraupe wird fertig. Drohnenaufstände beendet. Drohnenaufstände. In Lied des Planeten haben wir Drohnenaufstände und Umweltschäden. Und zwar nicht zu knapp. So. Immer noch. Okay. So. Produktion abgeschlossen. Sitz der guten Gedanken hat die nächste Wache fertig. Die bleibt auf jeden Fall auch in dieser Position. Und dann kannst du hier... Ich würde sagen... Erstmal ein Aerospace-Komplex bauen, damit du mit der Nahrung versorgt wirst. Terraforming auf. Hier haben wir einen Former. Der kann hier drüben. Jetzt kann ich ja Fungusfelder verbessern. Kann er mir bei meinem Sensorfeld einen Fungus pflanzen. Ein unabhängiger Schwarm ist angekommen aus meiner Seebrücke. Fährt er ins Hauptquartier. 14, 14, 14, 13. Dann dahin. Langlebigkeitssicherung. Noch 6 Runden. Schmeißen wir nochmal eine Transportraupe drauf. Noch 5 Runden. Okay. Kopter bleibt stehen, Flugzeug bleibt stehen, Kopter bleibt stehen. Und du beschäftigst dich weiter damit. Pflanzen, Fungus. Runde beendet. Runde Ende. Seetang expandiert. Drohnenaufstände beendet. Drohnenaufstände. Produktion abgeschlossen. Silbervogelpark hat ein Psychovirus vor der Tür. Treibhaustor baut Centauri. Jetzt drücken wir mal einfach auf die Hauptstadt, damit er mir zeigt, was passiert, wenn ich alle Arbeiter einsetze. Umweltschäden 5, 4, 4, 3, 2, 1. Ganz schön viele Umweltschäden hier. So haben wir keine Umweltschäden. Und kaum noch Drohnenaufstände. Jetzt musst du aber... auch einen Kopter bauen, würde ich sagen. Kann ja nicht sein, dass hier noch kein Kopter ist. Ich möchte überall einen haben. Produktion abgeschlossen. Herzlichtung, Centauri-Reservat. Schauen wir mal. Umweltschäden. Das nutzt nichts, leider. Ändern auf. Auch hier bauen wir auf jeden Fall einen autonomen Chaos-Kopter. Produktion abgeschlossen. Transportproduktion abgeschlossen. Silbervogelpark hat auch das Centauri-Reservat fertig. Aber wenn ich irgendwo was setze, gibt es sofort Umweltschäden. Und Handelserträge. Aber eben sofort Umweltschäden. Und dann baust auch du erstmal einen Chaos-Kopter, würde ich sagen. Terraforming abgeschlossen. Silbervogelpark. Da ist so ein feister Psychovirus unterwegs. Um den müssen wir uns kümmern. Von da aus mit 8 Schritten zu weit weg. Transportraupe ins Langlebigkeitsserum hinein. Das beschleunigen wir. Bitte bestätigen. Wird also nächste Runde fertig. Und er hat 12 Schritte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 drauf.
Moment. Jawohl. Und befördert. Runde beendet. Und sicherheitshalber gelandet. Gefällt mir auf jeden Fall. Und dann schauen wir hier drüben noch. Große Zuflucht. Bitte bestätigen. Baut die Koloniekapsel fertig. Ich habe Geld endlich. Und auch bitte du baust bestätigen. Eine Koloniekapsel fertig. Immer schön verlassen. Seetang expandiert. Projekt abgeschlossen. Und wir sehen noch ein Video. Mach, dass du vor dir verschwindest, du friedensbesessener Bastard! Grundsätzlich beabsichtige ich natürlich, ewig zu leben. Ich würde mich jedoch auch mit ein paar tausend Jahren zufrieden geben. Sogar 500 wären schon recht nett. Direktor Nwabudike Morgan. Morgan Link, 3D-Vision, Interview. Das Langlebigkeitsserum. Zwei Drohnen weniger auf jeder Basis, wenn ich eine Planwirtschaft habe. Eine weniger auf jeder Basis. Wenn ich eine einfache oder eine grüne Wirtschaftsform habe. Wirtschaft auf dieser Basis für die freie Marktwirtschaft um 50% gesteigert. Ich würde sagen, dann starten wir rein ins Folus-Mutagen, weil es so schön ist. Projekt eingeleitet. Und einfach gleich das nächste Projekt. Na, was ist, wenn ich hier... Nee, kann ich nicht drauf drücken. Okay. Produktion abgeschlossen. UN-Hauptquartier, autonome Koloniekapseln. Genau. Bitte bestätigen. Und das machst du gleich nochmal. Produktion abgeschlossen. Transportraupen werden fertig. Abgeschlossen. Die Blumen predigen. Umweltschäden 1. So haben wir Umweltschäden 0. Und dann... Hier ist noch so viel zu bauen. Hybrider Wald, würde ich sagen. Produktion abgeschlossen. UN große Zuflucht. Baut eine Kolonie. Bitte bestätigen. Und baut gleich noch eine hinterher. Ab nach Hause damit. So. Hier rüber. Pflanzen Fungus. Können die Kapseln jetzt da hoch? Sieht gut aus. Den Kopter fliegen wir wieder zurück in die Hauptstadt. Da ist er irgendwie besser aufgehoben. Und die Transportraupen unterstützen das Geheimprojekt. So, er ist angekommen. Pflanzen Fungus. Hybrider Wald. Da ist eine Koloniekapsel angekommen. Eine. Naja, okay. Warum nicht? Aber dann gucken wir eben auch drauf. Da haben wir nämlich schon wieder Umweltschäden. Das wollen wir doch nicht. Aber Größe 15 ist natürlich attraktiv. Runde beendet. Runde Ende. Bruder Lal möchte gerne den Planetengouverneur wählen lassen und wird schon fast überstimmt von den Leuten, die mich wählen, ohne dass ich meine Stimme abgebe. Ich habe aber noch 247 dazu und ich könnte jetzt natürlich Lal wählen. Aber ich habe es gar nicht vor. Ich wähle mich selbst, ich bleibe Planetengouverneur. Alles unproblematisch. So soll's sein. Bald expandiert. Ich bestehe trotzdem darauf, dass der Yin-Yang-Dualismus überwunden werden kann. Mit entsprechender Aufklärung können wir jeder Unterscheidung Substanz verleihen. Seele ohne Körper, Norden ohne Süden, Genuss ohne Schmerz. Vergesst nicht, Aufklärung ist eine Funktion der Willenskraft, nicht physischer Stärke. Vorsitzender Sheng Yi Yang, Essays über Geist und Materie. So, und das heißt, ich kann ab jetzt Magnetröhren bauen. Das wäre die Straßen ausbauen und dann brauchten die Straßen, die jetzt zu Magnetröhren gebaut wurden, überhaupt gar keine Bewegung mehr. Ich kann dann also zwischen meinen Städten Truppen einfach hin und her schubsen.
wenn ich das vorhabe. Und ich denke, das nehmen wir uns mal als Projekt vor. Produktion für eine Landform. Abgeschlossen. UN-Hauptquartier baut eine Kolonie. Nicht genug die nächste Energie. Kann ich nicht bezahlen. Und wächst gleich schon wieder. Na gut. Produktion abgeschlossen. Treibhaustor baut den Kopter. Ist damit wieder komplett. Und kann dann, würde ich sagen, sich um den hybriden Wald kümmern. Produktion abgeschlossen. UN große Zuflucht. Autonome Koloniekapsel. Und die nächste nicht genug kann ich nicht Energie. Bezahlen. Produktion abgeschlossen. Sandgraspunkt baut das Reservat. Hat noch keinen Kopter, baut also erstmal ein autonomer Chaoskopter. Terraforming abgeschlossen. Er ruht sich aus. Hier sind massenweise Koloniekapseln unterwegs. Okay, der sucht natürlich jetzt einen Platz, wo er eine neue Stadt gründen kann. Kannst du da gründen, wo deine Hauptstadt war? Sobald ich deine Hauptstadt abgefragt habe. Sieht ja ganz gut aus. So, reifer Schwarm ist angekommen. Die Kapseln gehen allesamt an Bord. Und dann kann der reife Schwarm in meine Hauptstadt rüber. Runde beendet. Runde Ende. Drücken wir einfach. Einfach drauf drücken, dann expandiert der Wald auch schon wieder. Prometheus-Virus-Epidemie in Otkrietia Discovery ausgebrochen. Alle Basen mit zwei Feldern. Okay. Außer sie haben ein Hospital. Das sieht... Ey! Maximale Bevölkerungszahl erreicht. Wilde Heuschrecken von Chiron greifen mich an. Glotzophan hat die maximale Bevölkerungszahl erreicht. Mit 16. Okay, kann ich nicht ändern. Produktion abgeschlossen. Noch eine Transportraube? Nein, wir bauen nicht gleich noch eine Transportraube. Oh, wir haben sowieso Umweltschäden. Das ist ja schon wieder gar nicht so gut, ne? Okay. Sondern du lieferst mir jetzt auf jeden Fall einen Former. Damit ich von hier aus Magnetröhren bauen kann. Produktion abgeschlossen. Handelsbörse baut auch einen Former. Okay, aber der muss natürlich alles in Fungus versenken. Hat nur eine Wache, das gefällt mir nicht so. Kriegt also eine zweite Wache. Maximale Bevölkerungszahl erreicht. Kann nicht weiter wachsen. Größe 9. Wohnkomplex ist aber gleich fertig. Alles super. Produktion abgeschlossen. Herbstlichtung baut den Kopter. Kannst die Position halten und kannst dann den hybriden Wald starten. Produktion abgeschlossen. Silbervogelpark baut den Kopter und kann damit den hybriden Wald starten. Dann fahren. Und ich würde sagen Mine. Mine. Kopter bleibt stehen. Folus Mutagen, noch 20 Runden. Das erleben wir in dieser Folge nicht. Das wird offensichtlich Thema der nächsten Folge. Okay. Sensorfeld, Xenofungus. Das gefällt mir gut. Und dann baust du Magnetröhren. Und du baust... Was baust denn du? Fungus, Solarkollektor, kannst du abreißen. An Bord, da ist noch ein Former fertig. Was macht der? Da unten hin und Funguspflanzen, alles abreißen, völlig egal, spielt keine Rolle. So, da ist eine Kapsel angekommen, da ist immer noch der
Heuschrecken von Chiron-Schwarm. Den wollen wir auf jeden Fall mit einem Flieger angehen. Und auslöschen. Und das Schiff ist ja versehentlich angekommen. Runde Ende. Zur Abwechslung. Wald expandiert. Produktion abgeschlossen. Gilde der Empathen baut den Wohnkomplex, kann also jetzt wieder weiter wachsen. Das gefällt mir eigentlich ganz gut. So. Und dann kannst du als nächstes... Ja, was? Recycling-Tanks? Was bauen wir denn auf dieser Insel, wo einfach alle mittlerweile vertreten sind? Ja. Produktion abgeschlossen. Transportraupe. Auch du lieferst mir bitte zukünftig einen Super-Fusionsformer. Na, und da haben wir immer noch das Problem mit dem Futtermangel. Transportraupe ins Geheimprojekt. Schiff ist angekommen. Ab zurück. 14, 14, 14, 15. Okay, also hierhin machen wir 15 draus. Da machen wir 15 draus. Hier machen wir ebenfalls 15 draus. Terraforming abgeschlossen. Runde beendet. Und Runde Ende. Eine machen wir noch. Letzte Runde. Schauen wir uns das an. Wald expandiert. Produktion da kommen abgeschlossen. Schon Psychoviren von oben. Von Norden. Maiglöckchen. Baut den Former und kann dann sich wieder damit beschäftigen, Transportraupen zu bauen. Und der Former kann sich damit beschäftigen, Magnetröhren zu bauen. Da sind sie. Aber ich habe einen Kopter. Den kann ich aktivieren, kann rausfahren, kann angreifen. Und kann dafür Geld bekommen. Terraforming abgeschlossen. Zack. Auf Größe 15 erhöhen. Passiert nichts Schlimmes. Zack, auf Größe 15 erhöhen, kriege ich Umweltschäden, das wollen wir nicht. So. Da haben wir eine Magnetröhre, dann gehst du einen weiter und baust auch eine Magnetröhre. In Ruins ist nicht viel los. Dschungelfluss, Xenofungusstraße. Das ist natürlich hier ein ziemlich fettes Feld, ne? Machen wir uns nichts vor, das lassen wir, glaube ich. Das eine Feld hier. Weil es mir gefällt, lassen wir das. Aber da oben pflanzen wir schon wieder Fungus und alles, was bisher da ist, wird vernichtet. Schwarm, unabhängig, Einfracht, das ist mir zu wenig. Der Flieger kann die Position wieder halten. Du fährst hier raus. Und warum ist das zu wenig? Bitte offensichtlich keine mehr nachgekauft wurden. Das müssen wir aber bitte ganz dringend bestätigen. Ändern. So. Fährst du jetzt mit einem Einzelnen los? Unabhängiger Schwarm, Fracht 4. 9, 10 Stück kommen noch. Ja, fahr mit einem Einzelnen los. Runde beendet. So, die angesagte letzte Runde ist gelaufen. Das war Folge 13 Alpha Centauri. Ich danke euch fürs Zuschauen, wünsche euch einen schönen Tag und bis später. Ciao.